Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der OV-Videowochenschau. Im Nordkreis lebt es sich am sichersten. Zumindest wenn es nach den neuesten Zahlen der Kriminalstatistik geht. Im Jahr 2015 schlugen Einbrecher im Landkreis Vechta 244 Mal zu. Dabei am wenigsten in Goldenstedt und Visbeck. Und in Holdorf fehlen aktuell 12 Kindergarten- und 11 Krippenplätze. Die Mitglieder des Jugend-, Kultur- und Sozialausschusses favorisieren ein Blockhaus. Denn das Gebäude am Jugendtreff ist Eigentum der Gemeinde. Weitere Infos zu diesen beiden Themen findet ihr am Samstag in der OV. Die Urlaubsplanung ist fast abgeschlossen. Eins fehlt noch, die OV muss noch mit. Und wie das funktioniert im Urlaub und wie das ganz bequem möglich ist, auch im Urlaub, das zeige ich euch jetzt. Wählt einfach auf www.ov-digital.de unseren Reiseservice aus, dort den Zeitraum des Urlaubs angeben und schon geht's los. Euren Zugang schalten wir sofort frei und die OV kommt mit in den Urlaub. In Lohne beginnen die Kulturtage. Am Samstag suchen der Jugendtreff und die Musikschule die besten Hip-Hopper und Streetdancer aus Lohne und Umgebung. Um 15 Uhr geht es los in der Halle Road Sound. Der Eintritt ist frei. Alle weiteren Termine der Lohner Kulturtage findet ihr dann immer in der OV. Und in Steinfeld findet von Samstag bis Montag die Frühjahrskirmes statt. Am Sonntag ist dann außerdem verkaufsoffen, ab 13 Uhr. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Woche.